Also, ist gleich jetzt nochmal nur einen dicken vorsichtiger. Den Typen da oben zum Beispiel würde ich zum Beispiel ganz gerne stunnen. Siehst du mich so? Ha, okay. Das ist schon mal nice. 180 XP. Okay, dann waren die Erfahrungspunkte für den Kopf vielleicht doch nicht so hoch, wie ich dachte. Wenn jetzt ein normaler Gegner schon 180 gibt. Ah, okay, da muss ich wahrscheinlich hier ran. Ja, nicht so nah ran. Alter. Weg, 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 weg. Schön, dass die ganzen Passanten das ignorieren. Okay, hab dich. So, ich muss mich unbedingt zurückziehen und irgendwo heilen mit Nudeln oder so, ne? Verwenden. Verwenden. Boah, muss man echt tierisch viel schlucken. So. Nein, nein, nein. Ich wollte eigentlich da in den Hinterhalt gehen. Also runterspringen. Und dann Hinterhalt. Achso, bei dem Großen kann man keinen Hinterhalt machen. Gut zu wissen. Also bei massiven Gegnern. Das ist wohl nicht so gut. Entweder das oder ich hab... Oder ich stand nicht richtig oder was auch immer. Wie viel fehlt mir noch bis zum Level ab? Gar nichts. Hä? Okay. Ja, hier, Nahkampf zum Beispiel. Reihe bis zu 3 Schläge aneinander. Dein dritter Treffer verursacht um 50% mehr Schaden. Meistens bekomme ich aber nur 2 Schläge rein. Oh, nicht noch einen zweiten. Komm. Den Pistolenschuss habe ich mit reingenommen, weil das wird sonst zu eng, richtig. Nein, komm, ein, treffen. Okay, Level up. Ich glaube, ich habe da jetzt gerade alle angelockt, kann das sein? Kann ich kurz irgendwo verstecken? Hier, in Deckung gehen. So, warten, 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 warten. Schön, schön, wie er davor steht. Nee, die beruhigen sich nicht. Okay, dann so. Hier ein bisschen was stibitzen. Auch wenn das nicht so viel bringen wird. Verwenden, verwenden. Also ein kleiner Puffer wäre das schon mal. So, oben drücken. Schlösserknacken Level 1. Ja, Schlösserknacken wird jetzt genommen. Ich brauche auf jeden Fall Schlösserknacken. Schlossknacken. Bestätigen. Gott. Jetzt knackt das Ding. So, muss man durchhalten. Und eventuell, wenn man dabei gesehen wird, gibt es auch noch Stress. Aber wir wurden nicht gesehen. Munition, Munition, Straßendrogen, kann alles verkauft werden. Okay, raus. Da unten sind die beiden. Die kann ich jetzt aber... Oh. So, erwischen. Oh Gott. Lauf, 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 lauf. Halter, Falter. Wenn es Rüstung gibt, brauche ich unbedingt Rüstung. Ich muss... Okay. Hier, chinesisches Viertel. Ist zu nahe jetzt, um mich heilen lassen. Dann kann ich bei ihm wieder nichts verkaufen, weil er jetzt keine Sache ankauft. Ich hoffe mal, ich habe genug Geld. 50 Bucks sollte ich eigentlich zusammenkriegen. Und ich gehe mal ein bisschen seinen Dialog auch weiter durch, wo ich gerade hier bin. Ich habe Holm getroffen. So,
soweit ich das beurteilen kann, ist er nicht gerade ein Kandidat für den Persönlichkeitspreis des Jahres. Well, the poor guy lost his wife and kid that was shooting a few years back. Caught in a crossfire. How's that for a life of misfortune in a flash, huh? The only thing that keeps poor home going is feeling useful. Go easy on it. Ja, okay, das ist auch verständlich. Oh, so I see, okay. Ja, und ich hatte 50 Credits. Sehr gut. Wie viel habe ich jetzt noch? Nochmal 51. Also ich mache Plus bei diesen ganzen Prügelei-Geschäften. Auch wenn es ein wenig gefährlich ist. Also zurück zu Slums. Da könnte ich jetzt versuchen, die zu hacken. Den da zum Beispiel. Kann ich von der Kiste aus... Ach, weg. Das klappt nicht so wie geplant. Deckung, 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 Deckung. Da wäre ein dritter Schlag drin gewesen. Sie macht doch nicht immer gleich lang, kann das sein? Okay, hab dich, aber kein Loot. Ich gehe mal ganz kurz schnüffeln. Dafür kann ich das hier... Warum bist du grün? Okay. Da sind eine Menge Gegner. Aber ich muss ja auch nicht alle kaputt hauen. Können wir versuchen, da vorbeizukommen. Jo, raus. Dafür kann ich das AR auch gut nutzen, zum Scouten. Hier war ich eben gerade schon drin. Okay, den da oben könnte ich versuchen zu hacken. Okay, hab dich. Raus. Ne, hat nicht gereicht. Ich wollte noch an ihn ranlaufen, um ihn dann zu hinterhältigisieren oder so ähnlich. Also backstabben. Auch wenn wir nicht wirklich viel stabben. So, Schrottplatz. Ganz viele Tübis. Okay. Also die Dinger sind grün, wenn sie noch nicht aggressiv sind. Also ich hätte mich dann komplett umsehen können und es wäre nichts passiert. Aber ich habe sie geschossen, deswegen wurden sie aggressiv. Hätte ich versucht, irgendwas zu hacken, wären sie wahrscheinlich auch aggressiv geworden. Jo. So wird das hier schon mal nichts. Außerdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich von hier aus wirklich zum Hafen komme. Ja, nee, bin ich falsch. Slums an sich ist vollkommen falsch. Ich hätte bei der Kreuzung nicht in die Slums gehen sollen, sondern woanders lang. Aber so viele Abzweigungen hatte ich hier gar nicht gesehen. Ah doch, da oben ist noch was. Komm hier noch nicht raus. Kommt man da hin? Okay, von hier. Jo. Ja, sobald ich mich von einem davon anlege... Schöner Fokus. Raus. Okay, einen habe ich. Weg. Weg, 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 weg. Und mit dem zweiten machen wir es genauso. Das heißt, ich brauche dich, dich, dich. Und schon bin ich gleich komplett leer, was meine Heilsache angeht. Raus. Go, go, go.
Aber es hat gar nichts gebracht. Keinen Abstand aufbauen, dann kannst du wieder schießen. Du willst auch mal wieder schießen, ne? Verständlich. 40 Bucks. Hat jetzt wieder die... Und Borno. Das zusammen sollte jetzt schon wieder reichen, um mich zu heilen. Das ist okay. Das heißt, indirekt verkaufe ich eigentlich nur meine medizinischen Güter. Weil ich sie benutze, um meinen Gegner zu töten und die Gegner bringen mir Geld, tausche ich ja die Medizin gegen Geld, dass ich sie wieder nutzen kann, um mich zu heilen. Aber auch hier geht es nicht zum Hafen. Da oben geht es nicht hin, ne? Ja. Da unten war ein Raum, wo ich drin war. Bei der nächsten Tür war der Kopf. Da ging es dann hier oben raus. Und hier links ist der Slums. Ich sehe keine Abzweigung zum Hafen. Aber hier kommen wir diesmal rein. Was haben wir da schönes? Aufpautspritze, Cola. 100 Bucks. Ja, nice. Der Skill lohnt sich auf jeden Fall. Genau, hier hatten wir auch schon aufgeräumt. Da oben war noch eins, wo man Schlösser knacken. Zwei braucht, das habe ich aber nicht. So, da geht's gar nicht durch. Raus, raus. Nee, hier geht's nicht rum. Ja, da oben war ich, unten war ich, links war ich. Und hier rechts gehen wir gleich wieder aus den Slums raus. Kann man hier runter? Nein. Also keine Station quasi. Jetzt sind wir wieder ein fixer Soap. Das war so nicht geplant. Aber Schaden tut's nicht. Weil alles, was ich jetzt noch aufdecke, ist eine Chance auf Loot oder ähnliches. Schmugglerhöhle. Also da kamen wir her. Da ist quasi das Tutorial, das Anfangs-Tutorials-Gebiet. Hier habe ich keine Ahnung, wo es ist. Das würde ich mir gerne erstmal angucken. Ah, das ist der alternative Weg, den man hätte gehen können. Den ich nicht gegangen bin. Darf ich da auftreten? Nee, ne? Da? Auf jeden Fall schon mal ein Medpack da, das ist super. Alter Datenträger, Aufpuschspritze. Ja, kostenloser Loot ist immer super. Also ich merke mir, hier kann ich mich einmal komplett heilen. Muss ich jetzt aber noch nicht tun. Und Schmugglerhöhle? Da wird man einkaufen können, oder? Nein. Andere Art von Schmugglerhöhle. Immer das gleiche. Raus. Und Hinterhalt. Hinterhalt. Da könnte ich runter, aber ich denke, das wird der Tod sein, wenn ich da runtergehe. Überall sind die Sachen versteckt. Oh, da kommt ein Fernkämpfer. Ich glaube, dann hole ich einfach auch mal die Pistole raus. Oh, das Fadenkreuz-Ding wird auch größer, wenn man schießt. Okay, ich bin davon ausgegangen, man kann einfach nur so rumballern und dann ist alles gut. Aber nee, das wird der Rückschuss sein. Das heißt, man sollte schießen, abwarten. Und die Großen hier können nicht besonders gut laufen. Da musst du gerade verschnaufen, bevor er wieder kämpft. Der rechte mischt sich gerade nicht ein. Das ist auch sehr praktisch. Okay. Gib ihm. Okay, also Schmugglerhöhle ist nicht wirklich zum Verkaufen und Kaufen, sondern ist da zum Nahkampf üben, Erfahrungspunkte grinden und ein bisschen was an Loot abgreifen. Apropos Zeug. So.
Na, ich hätte einfach zurückgehen sollen zu der, ja, zu der Heilstation. Versuche ich mich dran zu erinnern fürs nächste Mal. Pornoheft. Nix? Doch da. Psy-Interface. Also alte Datenträger gibt Erfahrungspunkte. Das hätte ich ganz gerne. Stellt 50 Fokus wieder her? Nein. Porno. So viel Porno, dass es einen abturnt. Okay. Antidepressiva. Eine Packung Antidepressiva. Das Zeug ist hoffentlich rezeptpflichtig. Wo ist das Ding, was ich gefunden habe? Ah, hier. Psy-Interface. Ein verpacktes Psy-Interface-Implantat. Enthält Ersatzteile. Auf der Verpackung befindet sich ein großes rotes Warnschild. Nicht für Kinder geeignet. Quest-Item. Das kann ich bestimmt bei Niles gegen was Schönes eintauschen. Oh, Drogen. Jackpot, würde ich sagen. Hat sich gut gelohnt hier. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ja, raus. Es hat sich bis eben gut gelohnt. Jetzt sollte ich auf jeden Fall zurück zu dem Heilding. Da lang. Bluff, voll. Okay, okay. Nochmal da reinlaufen halte ich nicht so für eine gute Idee. Weil man reinkommt halt direkt rechts, der mit der Uzi ist und links die mit der Kette und da würde ich nur wieder HP verlieren. Das heißt, stattdessen gucke ich mich hier um, ob ich hier irgendwo zum Hafen komme. Nein. Ach, hier war ich auch schon mal, ne? Aber ich kann jetzt doch das hier machen. So, hier ist nirgendwo ein Generator. Schade. Hä? Wie komme ich denn dran vorbei? Gibt es vielleicht irgendwann später ein Augment, womit man dann keinen Stromschaden mehr bekommt? Was mich abermals an Deus Ex erinnert. Ja gut, aber auch hier kein Hafen. Alte Datenträger, das sind wieder nur Erfahrungspunkte. Nehme ich natürlich auch immer ganz gerne, aber eigentlich würde ich jetzt wirklich ganz gerne einen Weg nach oben haben zum Hafen. Cooler, was haben wir da? Schlösserknack. Jo. Das haben wir eine Privatwohnung oder ein kleines Lagerhaus. Kleines Lagerhaus mit nichts drin. Das glaube ich nicht. Also ja, ist nichts drin. Ist halt nur sehr ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn man irgendwo einbricht oder, ne, wenn man Skill braucht, um irgendwo hinzukommen, dann ist da auch was. Aber nö, konsequent umgesetzt. Es muss nicht immer überall was sein. Dogs. Oh ja, super. Hier muss ich lang. Boop. Was? Warum? Okay, die sind wohl irgendwie verwandt. Nur mal einen von denen. Oh, das war die Kamera da. Wow. Okay, ganz, ganz viele neue Spielfeature, die ich nicht kenne. Weg. Quest. Okay. Ja, ich habe gezeigt, wie man es nicht machen sollte. Jetzt gucken wir mal, ob der alte Mann hier uns vielleicht einen einfacheren Weg zeigen kann.